Unsere Kicknews sind heute praller gefüllt als eure Einkaufstaschen vor Weihnachten. Die Themen unter anderem: Warum muss Edin Terzic beim BVB mehr denn je um seinen Job fürchten? Wer könnte ihn in Kürze beerben? Und welchen Deal hat der FC Bayern kurz vor Weihnachten unter Dach und Fach gebracht? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kicknews. Starten wir mit einem alten Bekannten, der bald schon wieder in die Bundesliga zurückkehren könnte. Die Rede ist von Linksverteidiger Angelinho. Für den Spanier geht es bei Galatasaray nicht mehr weiter. 19 Einsätze hat der Linksverteidiger für den Istanbuler Club absolviert. Ab 20 Spielen greift eine Kaufpflicht, die will Gala aber unbedingt umgehen. Der 26-Jährige zeigt gerade offensiv zu selten das, was ihn einst bei RB Leipzig so stark gemacht hat. Ein Treffer in der Champions-League-Qualifikation und eine Vorlage in der Liga reichen nicht als Argument für Einsatz Nummer 20, der den türkischen Meister 6 Millionen Euro kosten würde. Galatasaray will den Leihvertrag mit Leipzig deshalb auflösen und im Januar einen neuen Linksverteidiger an Bord holen. Angelinho muss also andernorts versuchen, seiner Karriere wieder neuen Schwung zu verleihen. Eine Gelegenheit dazu bietet sich womöglich in der Bundesliga, denn Union Berlin denkt darüber nach, den Linksfuß auf Leihbasis an die alte Försterei zu holen. Aber auch der FC Sevilla hat mitbekommen, dass Angelinho auf den Markt kommt. Die Andalusier stecken mal wieder tief in der Krise und zeigen Interesse. In Berlin und Sevilla würde es jeweils Abstiegskampf heißen, was aber immer noch besser wäre als ein Stammplatz auf der Tribüne in Istanbul. Beim FC Barcelona freut man sich derweil auf die Ankunft von Vitor Roque. Das 18-jährige Sturmjuwel aus Brasilien wird im neuen Jahr zum spanischen Meister stoßen. Roque bleibt aber womöglich nicht der einzige Winterneuzugang. Präsident Joan Laporta hat jetzt durchblicken lassen, dass man sich intensiv nach einer Verstärkung fürs Zentrum umsieht. Der Barca-Boss sagte: Wenn wir es mit dem Financial Fairplay hinbekommen, dann wollen wir einen Mittelfeldspieler holen, der den Ausfall von Gavi auffängt. Das wäre dann eine Leihe bis zum Saisonende, so wie wir es vor vielen Jahren mit Edgar Davids gemacht haben. Der Niederländer hat in der Rückrunde der Saison 2003-2004 für Barca gespielt und bleibenden Eindruck hinterlassen. Einige passende Kandidaten für das anstehende zweite Halbjahr wurden auch schon mit dem Blaugrana in Verbindung gebracht. Wilfried Ndidi von Leicester City beispielsweise steht schon länger auf der Liste der Katalanen. Auch der 31-jährige Jorginho vom FC Arsenal war bereits ein Thema. Der Brasilianer ist bei den Gunners meistens nur zweite Wahl. Dazu stehen Kandidaten im Raum wie Renato Sanchez von der AS Rom, Calvin Phillips von Man City, André Santos, der aktuell vom FC Chelsea zu Nottingham Forest verliehen ist, sowie Pierre-Emile Højbjerg, der bei Tottenham nur noch Ergänzungsspieler ist. Am heißesten ist aktuell aber die Spur zu Højbjergs Teamkollegen Giovanni Lo Celso. Barca-Coach Xavi soll sich seit geraumer Zeit für den Argentinier stark machen und ihn zum Transferziel Nummer 1 erklärt haben. Die Suche der Blaugrana geht zwei Wochen vor Beginn des Transfermarkts jetzt in die heiße Phase. Gestern hatten wir euch von Julian Nagelsmanns Flirt mit Toni Kroos berichtet und wir hatten euch gefragt, ob ihr den 33-Jährigen gerne wieder im Kreis der Nationalmannschaft sehen würdet. Die meisten von euch sind von der Idee durchaus begeistert und Kroos geht es offenbar nicht anders. Die Passmaschine könnte bei der anstehenden Heim-EM doch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu sehen sein. Kroos kann sich ein Comeback in der DFB-Auswahl vorstellen. Sein Rücktritt ist nicht mehr in Stein gemeißelt. Kroos hatte nach der Europameisterschaft 2021 erklärt, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen will. Zuvor hatte er in 106 Länderspielen auf dem Platz gestanden und war Teil des Teams, das 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen hat. In wenigen Monaten könnte der 33-Jährige also doch nochmal mit dem Adler auf der Brust um einen Titel kämpfen. Und das vor heimischem Publikum. Klingt irgendwie schon nach einer romantischen Vorstellung, oder? Beim VfB Stuttgart bereitet man sich schon mal auf den Ernstfall vor, dass ein Club im Januar die Ausstiegsklausel von Tormaschine Serhou Guirassy zieht. Die Schwaben sondieren fleißig den Stürmermarkt und sind auf zwei weitere Kandidaten gestoßen. Der eine heißt Simon Banza und spielt beim SC Braga. Dort knipst der Mittelstürmer in aller Regelmäßigkeit. 13 Tore in 14 Ligaspielen hat der 27-Jährige bisher erzielt. In der Champions League ist der kongolesische Nationalspieler in 6 Einsätzen aber noch ohne Treffer. Das Preisschild für Banza, der einen noch bis 2027 gültigen Vertrag besitzt, beträgt 8 bis 10 Millionen Euro. Der zweite neue Name auf der VfB-Liste ist Antonio Sanabria vom FC Turin. Anders als Banza hat Sanabria noch mit gewissen Ladehemmungen zu kämpfen. 2 Tore nur hat der 27-jährige Paraguayer in 13 Einsätzen geschossen. Der Rechtsfuß hat mit Blick auf seine Torausbeute also noch deutlich Luft nach oben. Deshalb soll Stuttgart auch eher an einem Leihgeschäft als an einem Kauf interessiert sein. Die Schwaben wollen im Winter aber auch im offensiven Mittelfeld nachlegen. Der VfB arbeitet aktiv an der Verpflichtung von Ao Tanaka. Mit dem Management des Japaners von Fortuna Düsseldorf laufen schon Gespräche. Beim derzeitigen Tabellenvierten der zweiten Liga ist Tanaka seit 2021 eine feste Größe im Mittelfeld. Der 26-Jährige ist allerdings nur noch bis 2025 an die Fortuna gebunden. Dank einer Ausstiegsklausel ist Tanaka für 5 Millionen Euro zu haben. Düsseldorf soll 1,5 Jahre vor Vertragsende aber zu einem Rabatt bereit sein.
Im Raum steht eine Ablöse von 3 bis 4 Millionen Euro. Ein Problem gibt es aber. Der 24-fache Nationalspieler wird mit Japan am bevorstehenden Asien-Cup teilnehmen und würde dem VfB daher erst im Anschluss zur Verfügung stehen. Stuttgart will trotzdem gerne schon im Januar zuschlagen. Auch beim FC Bayern ist man kurz vor Beginn der Transferphase fleißig. Neben der Suche nach Neuzugängen kümmert sich Sportdirektor Christoph Freund auch nach und nach um die anstehenden Vertragsverlängerungen. Alexander Pavlovic hat im November seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Danach waren Sven Ulreich und Manuel Neuer dran. Und die nächste Unterschrift wird in Kürze folgen. Thomas Müller wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern. Zwischen dem Weltmeister von 2014 und dem deutschen Rekordmeister gibt es eine Einigung. Müller wird sich demnach für ein weiteres Jahr bis 2025 an die Bayern binden. Lediglich die Unterschriften auf den relevanten Dokumenten fehlen noch. Mit der Verkündung des Deals ist sogar noch in dieser Woche zu rechnen. Zuletzt gab es von beiden Seiten schon öffentliche Statements, die darauf schließen ließen, dass es höchstwahrscheinlich zu einer Übereinkunft kommt. Und genauso wird es dann noch sein. Für die meisten Bayern-Fans ist das eine tolle Nachricht. Müller darf zweifelsohne als lebende Legende im Trikot der Bayern bezeichnet werden. Das Eigengewächs hat unter Louis van Gaal damals den Sprung ins Profiteam geschafft und sich schnell zum Leistungsträger entwickelt. Bislang stand Müller in 684 Pflichtspielen für den FCB auf dem Rasen. 12 Meisterschaften, 6 DFB-Pokalsiege und 2 Champions-League-Trophäen durfte der Lautsprecher schon mit seinem Club feiern. Mindestens bis 2025 soll die Erfolgsgeschichte jetzt weitergehen. Lucas Beraldo wird wohl nicht in die Bundesliga kommen. Nach Informationen von Fußballtransfers steht der Wechsel des 20-jährigen Verteidigers vom FC Sao Paulo zu Paris Saint-Germain kurz bevor. Beide Vereine sind sich einig geworden in Sachen Ablöse. 20 Millionen Euro plus 5 Millionen Boni sollen für Beraldo fließen. In der nächsten Woche soll dann schon der Medizincheck über die Bühne gehen. Leer gehen der FC Bayern und Borussia Dortmund aus. Beiden Vereinen wurde nachgesagt, Beraldo auf dem Zettel zu haben. Auch Vereine aus der Premier League hatten sich mit dem hochtalentierten Brasilianer beschäftigt, darunter der FC Liverpool. Den Zuschlag hat jetzt aber PSG bekommen. Ist Edin Terzic noch der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Das Wichtigste vorneweg. Für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke steht der BVB-Coach trotz 5 Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg noch immer nicht zur Disposition. Der Vereinsboss hält weiter große Stücke auf Terzic. Watzke will von einem Trainerwechsel nichts wissen. Terzic hat aber ein anderes Problem und das ist nicht unbedingt kleiner. Der Dortmunder Coach scheint den Rückhalt seiner Mannschaft immer weiter zu verlieren. Wie Sky berichtet, haben mehrere BVB-Führungsspieler das Gespräch mit dem Trainer gesucht und ihm einen offensiveren Ansatz nahegelegt. Terzic soll wenig aufgeschlossen auf den Vorstoß reagiert haben, woraufhin sich einige der Profis an Watzke gewendet haben. Das Brisante daran, die Spieler sollen sich gegenüber dem CEO alles andere als wohlwollend über ihren Trainer geäußert haben. Im Gegenteil, laut Sky war der Tenor der Profis, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Terzic, quote-unquote, wenig zielführend für Borussia Dortmund wäre. Allem Anschein nach hat der Coach Teile seiner Kabine verloren. Julian Brandt hatte letztens in einem Interview beispielsweise angedeutet, dass er sich ein offensiveres Anlaufen der Gegner wünschen würde. Und mit dieser Meinung ist er wohl nicht alleine. Auch Emre Can, Marco Reus, Sebastian Haller, Gregor Kobel und Niklas Süle sollten ihren Ärger über die defensive Spielweise intern kundgetan haben. Die klaren Worte einiger Spieler sollten Watzke auf jeden Fall zu denken geben. Eine Krisensitzung mit Terzic ist deshalb schon geplant. Es soll zur Aussprache der handelnden Personen kommen. Angesetzt ist das Treffen nach der Partie gegen den ersten FSV Mainz 05 heute Abend. Dann soll auch Terzic dazu befragt werden, an welchen Stellschrauben er drehen will, um die Krise zu beenden. Der 41-Jährige wird gute Argumente liefern müssen, wenn er seine Position stärken will. Ein überzeugender Sieg gegen Mainz würde da mit Sicherheit helfen. Für den Fall, dass es gegen die Rheinhessen aber nicht wie geplant gut läuft, wird Terzics Position weiter geschwächt. Die Kritik einiger Spieler kann und darf den Dortmund-Bossen natürlich nicht gefallen. Ein erster möglicher Nachfolgekandidat ist auch schon in der Verlosung. Ex-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner soll eine heiße Aktie an der Strobelallee sein. Der Österreicher hat sich bei seinen Bundesliga-Stationen in Wolfsburg und Frankfurt einen guten Ruf erarbeitet. Und Glasner ist auf dem Markt. Seit seinem Aus bei der Eintracht im Sommer wartet der 49-Jährige auf das passende Angebot für den Wiedereinstieg. Kommt das jetzt ausgerechnet vom BVB? Die nächsten Stunden, Tage oder vielleicht Wochen werden es zeigen. Eins ist aber jetzt schon klar: Es sind spannende Vorweihnachtstage bei der Borussia. Zeit für die Frage, Zeit für die Community. Ihr dürft mal wieder euren Senf dazugeben. Wie ist eure Meinung zum Thema Terzic? Sollte der BVB auch in der Rückrunde auf ihn setzen oder wäre Glasner die bessere Wahl? Lasst es uns unbedingt wissen und schreibt es uns unten in die Kommentare. Und auch heute habt ihr nochmal die Möglichkeit, eine Kick-11-Tasse zu gewinnen. Gebt uns dafür einfach nur euren Ergebnistipp für das Spiel vom BVB heute Abend gegen Mainz. Und schreibt noch dazu, ob ihr lieber die Bleibt-Stabil-Tasse oder die Kick-News-Tasse haben wollt. Viel Glück gewünscht! Das waren unsere Kick-News zum Dienstag. Lasst uns gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und klickt auch morgen wieder rein. Da kommen die nächsten Kick-News für euch.
Das war's dann jetzt von meiner Seite. Haut rein und bleibt stabil.